Hallo, ich meine Freunde, damit herzlich willkommen einmal wieder zurück zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Corner. Wir schauen uns jetzt den Scania NG an, oder NG Bulk an, in der Version 1.0. Das Ganze kommt von zwei netten oder mehreren Moddern, aber die Credits kann ich leider nicht vorlesen. Das entzieht sich meiner Aussprachungskraft, wie dieses deutsche Wort gerade auch. Ihr könnt es aber wie immer auch nachlesen auf unserer Homepage auf corner.army. Ja, hier haben wir erstmal das gute Stück, findet ihr einmal in der Kategorie Fahrzeuge und dann Latmanevs hat eine eigene Kategorie. Und da habt ihr insgesamt zwei Stück drin, einmal den Scania NG Helena und den Bulk Trailer, also einen Trailer hinten zum Anbauen. Simple Sache. Schauen wir uns erstmal den Scania selber an. Also das gute Stück, Scania Logo, Scania NG, Helena und dann der Moddername. Der hat standardgemäß 520 PS Leistung, 700 Liter Diesel, 6 Liter Blue, 90 km Max Speed und ein Ladevolumen von 40.000 Liter. Kommt für 153.900 in der Anschaffung, 7.848 im Leasing daher. Mit Reifenhersteller, Reifenvariante, Design, Anhänger, Kupplungen, Motorausführung und Kapazität stehen euch 6 Config-Blöcke mit zur Verfügung. Standardgemäß haben wir Trelleburg mit Standardbereifung. Das Ganze geht noch auf Nokian Standardbereifung und Lizard Standardbereifung. Reifenvariante in dem Sinne nicht wirklich änderbar. Design haben wir Rundumleuchten Standard. Dann haben wir Rundumleuchten mit Horn. Dann haben wir Rundumleuchten mit X-Light 2. Das in mehreren Ausführungen, beziehungsweise dann hier noch mit Horn, also Rundumleuchten, X-Light 2 und Horn, da reicht aber die ganze Kapazität nicht mehr. Und Umleuchter, Horn und Bull, sprich habt ihr vorne einen Bullenfänger mit dran. Das Ganze gibt es dann hier oben nochmal, mit Schild, ohne alles etc. etc. Könnt ihr euch also dementsprechend durchklicken. So, dann gibt es Anhängerkupplung, Attacher 1 ist im Endeffekt keiner und Attacher 2 ist dann mit zusätzlichen Anhängermöglichkeiten braucht ihr dann dementsprechend auch, wenn ihr den anderen Trailer hinten mit dran machen wollt. Klassischer Fall. Motorausführung 520, 580, 650 und 730 PS. Und die Kapazität gibt es mit 40.000 Litern im Standard-Prozedere. Dann klickt ihr einmal drauf, da habt ihr hier hinten noch solche Arbeitsleuchten, nenne ich es mal, bleibt aber bei 40.000. Drückt ihr nochmal drauf, habt ihr den Aufbau, da geht es auf 65.000 Liter hoch und den Aufbau gibt es auch nochmal mit den Lampen hier unten. Ist vielleicht ein bisschen verwirrend gemacht, aber hat alles so seine Gründe. So, ihr seht auch hier, was ihr laden könnt, eigentlich alle Standardfrüchte, die so gemäß verbaut sind. Wenn ihr auf Multifrucht-Maps spielt, können dann sicher schon Multifruits noch mit dabei sein. Seht ihr dann ja, wenn das der Fall sein sollte. Der Trailer, den ihr hinten mit dranhängen könnt, kommt für 30.000 in der Anschaffung, 1530 im Leasing auf euch zu, hat eine Kapazität von 80.000 Litern, hat dafür keine Config-Blöcke und das Ganze ist in diesem Romian-Julia-Design, keine Ahnung, das ist Julia, sieht sehr, sehr, keine Ahnung, wer das ist, ist eine Dame. So sieht das Ganze aus, vielleicht ist das auch diese Fina Linz-Dingster-Gedöns, ich habe keine Ahnung, das entzieht sich meiner Vorstellkraft, wer das ist. So, prinzipiell sieht das Ganze aber so aus. Wir haben hier oben Scania. Ihr seht eine ganze Menge Lampen hier überall mit dabei. Hier den S620, obwohl hier der 700er eingestellt ist. Das ändert sich also in dem Sinne nicht, deswegen nicht wundern. Überall so ein Geschnürgel, ansonsten halt hier die Dame mit dran. Sieht an sich gar nicht so verkehrt aus, muss man sagen. Also Qualität ist soweit in Ordnung. Es gibt zwar bei den etwas größer gezogenen dann eine gewisse Unschärfe, aber ansonsten passt das. Wir haben drei Achsen, in dem Sinne hier mit Trelleburg-Bereifung, Feuerlöcher, klar. Vorne halt das Übliche, was man halt so kennt, inklusive 10.000 Lampen, die ich mit dran montiert habe. Auf der gegenüberliegenden Seite das gleiche in grün. Hinten im Heckbereich dann hier nochmal der Schriftzug. Beim Schriftzug sieht man es ein bisschen deutlicher, dass da ein bisschen Pixelbrei mit dabei ist und auch an solchen Elementen hier. Das ist, das fällt dann in dem Sinne auf. Kennzeichen, schwedisches, aber halt nicht wirklich, ne, nicht wirklich original in dem Falle. Ansonsten Bremslichter, Blinker, wie man es halt kennt. So, drauf spazieren auf den Tank könnt ihr nicht, denn das hat alles hier keine Kollision. Sprich, ihr könnt ja einfach durchlaufen bis zur Kabine. Die Kabine wiederum hat Kollision. Der Trailer, das gleiche in grün, ist im Endeffekt ein Dolly unten drunter gemacht, dass ihr das Ganze anhängen mit, könnt. Ansonsten ist das Ganze auch hier ohne Kollision, leider Gottes. Und sieht exakt so aus wie der Aufbau hier auch, nur dass er halt hier auf einem separaten Trailer ist und hier solche Schläuche noch mit dran hat, um das Ganze zu beladen. Wenn wir uns den LKW von innen anschauen, sehen wir einen Scania, der eigentlich recht ordentlich aussieht. Wir haben hier hinten V8, überall diese Dame hier mit dabei. Okay.
Dann haben wir hier oben eigentlich eine Fahrerkarte. Maut und das Gedöns haben wir jetzt in dem Fall hier nicht mit dabei. Dafür haben wir hier vorne schöne Lampen, wir haben eine Gardine mit dabei, wir haben GPS bzw. Navigationssystem. Ja, Armaturen vorne kann man eigentlich soweit alles erkennen. Wir haben Spiegel, die sind auch in ihrer Form drin, was schon mal sehr schön ist. Ja, prinzipiell passt das Ganze. Weiß nicht, ob der aus dem ETS importiert wurde und dann nochmal verbessert wurde, aber so sieht in Ordnung aus, muss man sagen. Gibt noch so ein, zwei Stellen, die vielleicht nicht so toll aussehen wie das hier oben. Da fehlt es ein bisschen an Details, aber ansonsten ist das eigentlich soweit okay, beziehungsweise in Ordnung. Ja, hören wir uns mal den Sound an. Ja, an sich eigentlich in Ordnung, soll ans Scania rankommen, man hört es in den Sinn auch, das ist wie gesagt nicht der Standard MAN-LKW-Sound, den wir im LS haben. Dadurch, dass natürlich hier kein Gangschaltungssound mit drin ist, fehlt da so ein bisschen, ne? Prinzipiell, boah, kommt relativ, also ne, ich habe da noch ein Video im Ohr von so einem netten Herrn, der den Scania-Sound so ein bisschen nachgeeifert hat, kommt hin, aber ist denke ich mal Geschmackssache, aber prinzipiell so ist es eigentlich in Ordnung. Ja, hören wir, beziehungsweise gehen wir mal zum Thema Funktionalität weiter mit rein. Ihr seht, Armaturen sind in dem Falle hier mit animiert, wenn auch nicht so ganz präzise. Wir sind jetzt hier bei ungefähr 40, das haut soweit noch hin. Ne? Ansonsten fehlen halt so gewisse Zwischenschritte, aber wenn wir jetzt hier zu 60 hinkommen, sind wir bei 80. Das geht dann, das wirkt sich dann so um 10 km/h ab, aber prinzipiell ist es erstmal da. Die Bremsen sind sehr, sehr stark. Wenn ich jetzt hier einfach W loslasse, bremst er von alleine und ist relativ stark. Ist, denke ich mal, Geschmackssache. Wenn wir uns das Ganze hier so anschauen, sehen wir Blinkersound, hören wir zwar, ist aber hier vorne nicht in den Armaturen mit drin. Dafür haben wir hier drinnen so eine blaue Beleuchtung. Hinten das Scania V8 leuchtet in dem Fall hier mit auf, dass man trotzdem vorne noch alles mit erkennen könnte, wenn man es denn wollen würde. Ansonsten, also das hier, diese Dinger sind prinzipiell mit beleuchtet, warum auch immer. Ja, also vom Lenkrad her, da müssen wir vielleicht nochmal an die Innenbeleuchtung mit ran, um das Ganze ein bisschen logischer zu gestalten. Ansonsten Blinker sind außen mit vorhanden, reflektieren in dem Fall auch. Wenn die hier vorne sind relativ eng, ne, hinten sieht man es deutlicher, aber sie reflektieren. Genauso wie die Rundumleuchten, die sind nämlich einmal hier oben und einmal hier unten, die reflektieren wiederum nicht. Ne, haben dafür aber auch eine halbe Disco-Beleuchtung. Ansonsten gibt es halt dieses normale Standlicht. Da sieht man das Ganze dann auch mal in seiner vollen Fracht hier. Ja, dann gibt es dann noch das Licht hier hinten, was noch separat mit angemacht werden kann, hat allerdings keinen Schein nach hinten. Und dann gibt es halt noch vorne das Abblendlicht, was dann hier noch separat mit eingeschaltet werden kann. Und dieses hintere Arbeitslicht selber lässt sich dann nicht über NumPad 6 steuern, sondern nur über die F-Steuerung. Also da müssen wir vielleicht nochmal ans Lichtsystem mit ran. Na, das ist noch nicht so hundertprozentig, wie es eventuell sein sollte. So, mit der Taste X können wir hier noch Boogie Up und Boogie Down mitnehmen. Ihr hört hier auch was. Und das ist hier hinten diese Achse. Na, problematisch, also Lüftachse. Problematisch an der Sache ist nur, wenn ihr die nach oben nimmt, klitscht sie leider durch die Abdeckung durch. Und dreht sich trotz all dem mit. Ich glaube nicht, dass das so gewollt ist. Ne, weil wenn ich sie nach oben nehme, sollte sie sich eigentlich nicht mitdrehen. Deswegen, da müsste man gegebenenfalls auch nochmal mit ran. So, wenn wir jetzt gerade mal hier mit dabei sind, bewegen wir uns einmal Richtung Lager, um das Ganze auch zu demonstrieren, dass das alles so reinpasst hier, wie es reinpasst. Ihr könnt nichts öffnen mit N oder Co, ne, das ist alles mehr oder weniger geschlossen bzw. statisch, aber ihr müsst einfach nur hier unten drunter fahren. R klicken und dann beispielsweise hier einfach mal den Mais mit reinnehmen und dann lädt er das halt so ein. Könnte man vielleicht noch machen, dass die Klappen oben aufgehen, dass das dann noch ein bisschen realistischer aussieht.
So, wir kaufen uns mal einen zweiten, um euch hier zu demonstrieren, dass der Trailer hinten auch noch mit dran passt. Denn das ist jetzt auch nicht das Problem. Einfach rückwärts fahren, warten bis die Meldung kommt, zack, und dann ist das Teil hinten dran und ihr könnt euch damit bewegen. Klassischer Fall. So, hier sind wir jetzt mehr oder weniger langsam voll und ihr seht dann auch schon das nächste Problem, das Ganze glitscht heraus. 65.000 Liter, ne, wir gucken hier auf die Angabe, 65.000, haut hin, glitscht allerdings oben raus, relativ unschöne Sache, da muss also auch nochmal gefixt werden, weil so sieht das natürlich nicht so pralle aus. Abkippen läuft über dieses kleine Rohr da unten, wird dann über Hydraulik relativ schnell hoch und runter, also das geht sehr, sehr fix. Dafür dauert das Entladen etwas länger. Ihr seht das Ganze hier, haben jetzt gerade mal 7% geschafft. Und die Textur bzw. hier das Partikelsystem geht nicht bis ganz nach unten. Da muss also nochmal ein bisschen was dran gefixt werden an den Mod. Wenn man sich das hier anschaut, haben wir auch 2-3 Warnings mit drin in der Lok. Auch nicht so gut, sollte man gegebenenfalls auch nochmal fixen. Ja, prinzipiell sieht von außen erstmal krass aus. Bei der Funktionalität und bei den Fehlern müsste man nochmal ein bisschen nachhelfen, dass das Ganze so passt, wie es passt, dann könnte das ein geiler LKW sein, den man gerne nutzen würde im LS. Trotz allem, wer sagt, ach ja, kann ich schon schon nutzen oder kann ich selber fixen, der Download-Link inklusive die Bewertung findet ihr natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Na, wie immer, ich danke fürs Zuschauen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt, lasst ein Däumchen, ein Abo da, wenn es euch gefallen hat und bis dann auch der Renne. Tschüssi, Kowski.